Hallöchen und willkommen zu diesem neuen Video. Weihnachten ist schon wieder vorbei. Man wartet so lange darauf und so schnell ist es auch dann wieder vorbei, wenn es immer da ist. Und ich habe mir gedacht, da es so eine Tradition auf diesem Kanal ist, zeige ich euch, was ich dieses Jahr zu Weihnachten bekommen habe. Ich sitze wieder in meinen Geschenken sozusagen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Let's go! Diese Tüte an. Hier drin waren so ein Schreibblock, Post-its, coole Stifte, ein kleiner Tacker und ein T-Pex, ein Planer für 2023, noch mehr Aufkleber und natürlich ein Spitzel, auch nicht fehlt. Und ein Radiergummi, der aussieht wie ein Bonbon. I like it. Dann machen wir weiter mit dem hier. Ich habe ein Parfüm bekommen. Es riecht lecker. Es sieht so aus. Es sieht schön aus, wenn ihr mich fragt. So schlicht in schwarz. I like it. Dann habe ich so einen Badezusatz bekommen in Form eines Muffins. Der riecht auch mega lecker. Und ja, mal gucken, wie es denn aussieht, wenn ich mal baden gehe mit dem. Dann habe ich etwas für mein Kreativzimmer bekommen. Ein Nagelfräser, würde ich jetzt dem sagen. Aber ich brauche das nicht zum Nagelfräsen, sondern für die EVA-Platten zum Zurechtschleifen. Und ja, es ist so ein USB-Fräser. Dann auch für die Cosplays, also für die Wigs besser gesagt. Zum Stylen habe ich mir ein Kletteisen gewünscht. Das ist nämlich super gut, wenn man die Haare von der Wig sich nämlich einfacher in Form biegen, wenn sie mit Hitze drankommt. Genau. Dann habe ich einen Spiegel bekommen, der jetzt ein bisschen dreckig ist. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und das Spiegel kann Licht. Oh Gott. Dreimal Vergrößerung, der ist normal. Und ja, der kommt auf meinen Schminktisch. Dann habe ich so ein Licht bekommen, wo drauf steht Glücksstern. Der leuchtet super niedlich. Und ich habe es ja in einem anderen Auspackvideo schon gesagt, ich liebe alles, was leuchtet und was einfach so cozy-mäßig aussieht. Und der fühlt sich auch richtig hochwertig an, der ist auch so richtig schwer, fühlt sich an wie so ein Stein. Dann habe ich eine neue Gegenmaus bekommen. Sie kann leuchten, sie ist USB und sie hat 7 Knöpfe. Ich muss sie nachher mal anschließen und gucken, was sie alles kann. Ich bin super gespannt, wie sie leuchtet. Wie gesagt, ich liebe alles, was leuchtet. Und dann kommen wir gleich auch zum nächsten Geschenk. Und zwar eine neue Gaming-Tastatur. Die leuchtet in Regenbogenfarben. Meine alte ist kaputt gegangen. Das ist sie. Sie ist von... Ich werde auf euch berichten, ob die gut ist. Und ja, genau. Noch ein Parfüm. Ich packe es auch mal aus. Es riecht auch super mega lecker. Und es sieht auch so edel aus. Es ist einfach so weiß. So. Und es riecht so lecker. Dann habe ich eine Halskette bekommen mit meinem Anfangsbuchstaben. Das ist so eine Freundschaftskette. Sie hat das A und ich das M. Und I love it. Wirklich, I love it. Es ist so schlicht und so klein und es fällt nicht auf. Und ja, ich kann das gut hierzu anziehen. Es passt einfach zu allem. I love it. Dann habe ich 1, 2, 3, 4 neue Bodypillow-Kissenbezüge bekommen. Einmal mit Haikyuu, ich packe jetzt nicht aus, weil ich sie sonst nicht mehr hier reinkriege. Einmal von Jujutsu Kaisen. Ein Sword Art Online mit Kirito und Asuna. Hier sind Yuji Itadori und Megumi drauf. Oder ja. Hier sind Kuro und Kenma drauf. Genau. Und dann habe ich noch eins von Attack on Titan mit Levi und Eren. Ich habe ein Harry Potter Bettbezug bekommen mit Hogwarts, mit dem 9¾, mit dem Hogwarts Express, wie man hier sehen kann. Hier ist auch noch Harry Potter, Harry. Und ja, I love. Dann kommen wir
The Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja. Ich muss es mal anspielen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch, also auf der Switch Zelda Breath of the Wild noch nicht gespielt. Aber die anderen Teile kenne ich. Dann habe ich diese bekommen. Das sind gebratene Nudeln. Und ihr wisst gar nicht, ich liebe die. Und ich bin gespannt, wie die schmecken. Hier sind jetzt zwei Portionen drin. Ich lade die sie mir geschenkt hat, mal ein. Das war meine Cousine. Mal gucken, ob wir beide das gern haben. Habe ich Budas bekommen. Ich schalte ihn mal ein. Aus dem 3D-Drucker. Und ich finde, die ist so schön. Aber das ist nicht der einzige Moment. Das bekommen. Der kann im Dunkeln leuchten. Wenn der den ganzen Tag Sonne bekommen hat oder einfach Licht, dann leuchtet er in der Nacht grün. Tada! Der ist so monochrom. Vorne ist er blau. Und wenn man ihn umkehrt, ist er rot. Und er ist so schön. Ich liebe die. Ich liebe die. Und meine Sammlung wurde größer. Uhu! Eine Halskette bekommen. Ich zeig's euch mal. Sie sieht super schön aus. Sie ist blau und silber. Sie ist auch sehr schlicht. Sie passt auch zu allem. I love it. Ah, bevor ich es vergesse, ich habe noch Tunnels bekommen mit einem Planet drin. Sie sind golden und die sind auch wunderschön. Ich habe diese Dehnstäbe nicht mehr ertragen. Ihr wisst gar nicht, wie unangenehm die irgendwann geworden sind. Je größer sie werden, desto unangenehmer werden sie beim Schlafen. Oh mein Gott. Kommen wir zu einem großen Geschenk. Moment. Xbox Series S bekommen. Oh mein Gott, ich freue mich, sie nachher einzurichten. Meine Sammlung hat sich jetzt dadurch erweitert. Ich habe schon ein paar Konsolen und ich freue mich mega über die Series S Xbox. Ich gucke mal, was ich so spielen kann. Ich freue mich so auf die neuen Zockenabende und mit meinem neuen Baby. Es ist nämlich die erste weiße Konsole, die ich habe. Die anderen sind alle schwarz. Und ich liebe sie. Sie hat. Denn ich muss euch jetzt mein letztes Geschenk zeigen. Und das ist nämlich das da. Das ist ein Schminkstuhl. Denn mein alter Schminkstuhl ist kaputt gegangen. Und ich habe mir einen neuen gewünscht. Und deswegen habe ich einen bekommen. Woo! So, das waren alle Geschenke, die ich bekommen habe. Ich habe mich über jedes mega gefreut. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt gerne in die Kommentare, was ihr so geschenkt bekommen habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Wir sehen uns sicher bald in einem nächsten Video. Und damit würde ich dieses Video auch beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Habt noch einen wundervollen Tag, Abend. Oder wenn ihr das Video auch einmal guckt, ja.